Eure Challenge ist, zwei Spielern den perfekten Game Day Haircut zu verpassen. Jetzt erstmal, ob die Jungs überhaupt Haare haben. Also 20 Minuten ist immer noch sportlich, aber müsste ich hinkriegen. Und oh, ich werde. Mein Name ist Stefan Meyer, ich bin unter anderem Sportmoderator und heute für Wahl am Start und ich sage herzlich willkommen zum Game Day Haircut. Ich bin hier in Schwenningen, in der Basketballarena der WIHA Panthers. Das ist ganz im Süden von Deutschland, im Schwarzwald und gleich hier ums Eck ist auch die Europazentrale von Wahl. Und ich finde, Wahl hat wirklich ein spannendes und witziges Programm aufgelegt. Denn die Heimat der Marke Wahl ist ja in den USA und da ist natürlich Basketball ein ziemlich populärer Sport. Und deswegen sind wir heute auch beim Basketball und das Thema ist der perfekte Game Day Haircut. Ich führe euch durchs Programm heute und falls ihr euch wundert, wie das geht in Zeiten von Corona, dass ich hier vor der Kamera ohne Maske stehe und wir solch eine Veranstaltung durchführen, das geht so. Ich habe mich die letzten Tage mehrmals auf Corona testen lassen und auch heute Morgen und das haben auch alle anderen Beteiligten vor und hinter der Kamera gemacht und wir arbeiten hier unter Einhaltung aller Hygienerichtlinien und so geht auch eine Veranstaltung in Corona-Zeiten. Und ich bin natürlich nicht alleine hier in der Arena, sondern es sind auch zwei Trainer des Wahl-Artistik-Teams mit dabei. Einer kommt aus Düsseldorf, hat eine sehr interessante Vita, ist auch international total erfolgreich, schneidet auch vielen Fußballern die Haare, hat gerade einen neuen Barbershop in Düsseldorf eröffnet. Ich freue mich auf Winfried Nana Kakari alias Fresh Prince, The Barber oder einfach nur Winnie. Winnie, grüß dich. Hi. Hi. Schön, dich zu sehen. Dankeschön, auch so. Aber wir haben noch jemanden, oder? Den haben wir auch mit dazu. Auch ein Top-Akteur des Wahl-Artistik-Teams. Er kommt aus Köln, von den Gentleman Barber Clubs aus Köln. Er wollte eigentlich mal Profifußballer werden. Zum Glück hat er das nicht gemacht, weil er schneidet fantastisch, perfekt Männerhaare. Und er rappt dazu auch noch sehr, sehr gut. Ich freue mich auf Felix Holleich. Felix. Hi. Hi. Jungs, in Schwenningen wart ihr auch noch nie, oder? Doch, wir waren schon mal hier, aber nicht fürs Basketball. Nicht fürs Basketball, aber heute mal hier in der Arena. Wir werden ja auch gleich noch ein bisschen über euch sprechen, aber ich erkläre euch erstmal, warum wir heute hier sind. Denn wir sind ja zu Gast bei den WIHA Panthers und die WIHA Panthers haben eine unglaublich erfolgreiche Saison bisher gespielt. Sie sind in der zweiten Basketball-Bundesliga und haben zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte die Playoffs erreicht. Und damit die Jungs natürlich nicht nur sportlich auf dem Parkett eine gute Figur abgeben, sondern auch top gestylt sind, kommt ihr ins Spiel. Und eure Challenge ist, zwei Spielern den perfekten Game Day Haircut zu verpassen. Okay. Okay. Das ist erstmal noch nicht so schwierig noch für euch. Noch keine Challenge. Aber jetzt kommt die Regel, ihr habt nur 20 Minuten Zeit. Okay. Das ist sportlich. Also normal nimmst du dir ja 45 Minuten Zeit in deinem Barbershop für deinen Kunden. Heute nur 20 Minuten. Nehmt ihr das an, die Challenge? Klar. Also ich nehme sie an. Easy. Nehme sie auf jeden Fall an, klar. Regeln verstanden? Auf jeden Fall. Verstanden. Wunderbar, dann würde ich sagen, wir gehen rüber zu den Jungs und ihr sucht euch eure Models aus. Okay. Alles klar. Mal rüber. Guys, hello! Und? Who needs a perfect Game Day Haircut? Was denkst du? Wer braucht so einen richtig perfekten Game Day Haircut? Von müssen wir erstmal so ein bisschen hier sondieren, hier. Sortieren. Felix, nach was guckst du jetzt gerade? Also ich gucke jetzt erstmal, ob die Jungs überhaupt Haare haben, weil ich sehe so ein paar, die haben gar keine mehr. Haare wären natürlich schon mal gut. Haare wären ein großer Vorteil. ja, was gucken wir? Man guckt generell die ganze Persönlichkeit erstmal an, den Kopf, die Kopfform, Haare, Bart und wo man was optimieren könnte. Und was würdest du zum Beispiel für dich zu ihm sagen? Sehr fresh, eigentlich. So. Also als Afro-Spezialist, ich glaube, Europas bester Afro-Barber. Do you want to trim? Only taper? Oh no, that's. Winnie, das heißt jetzt für mich als Laien? Taper, er wollte nur einen Taper haben. Das bedeutet quasi, dass er nur so einen leichten Übergang hier an der Schläfe bekommt und hinten am Nacken. Und das ist zu wenig. Challenge. Ja, das keine kann Challenge. Ich. Zu wenig für dich, oder? Keine Challenge. Ja. So sorry.
Okay, we have to. Maybe another aber hier. Guy. Ich glaube, der sieht hier ganz fresh aus. 2,5 Meter groß, Felix. Genau. Und? Kannst ja, du was rauslassen? Das ist nice. Winnie, auf was guckst du jetzt? Ich habe jetzt geachtet auf die Geheimratsecken, ganz wichtig, weil er wird später schön scharfe Konturen bekommen. Mhm. Und ja, ob ich da einen schönen Fade hinbekomme, quasi einen Übergang wirklich von null. Ich möchte einen Razor Fade machen und das, dafür ist ja das perfekte Modell. Ich glaube, bei Afros ist so die Struktur zwar anders als bei europäischem Haar, aber trotzdem immer noch mal unterschiedlich von, genau, von Kopf zu Kopf. Ja. Und das also, ich halte mich aus diesem Thema ganz raus und ich lerne da auch sehr gerne von Winnie. Ja. Wonach hast du das jetzt ausgesucht? Also was war jetzt für dich, also außer die Geheimratsecke? Auch seine Haarstruktur, die kann man am Ende schön mit einem Schwamm machen, damit ein bisschen Struktur reinkommt. Eigentlich im Großen und Ganzen stimmt alles. Er hat keine Wirbel, unnötigen Wirbel, die das Ganze verschweren. Also 20 Minuten ist immer noch sportlich, aber müsste ich hinkriegen. Zu schaffen. Jetzt müssen wir natürlich Felix noch fragen. Felix, wie sieht's aus? Are you ready? For sure. For the perfect game day haircut. Okay. Definitely. So, number one is ready. Ich habe direkt einen gesehen. Du hast direkt einen gesehen. Erzähl mal. Ich habe, glaube ich, den Sunny Boy hier vom Team rausgepickt. Hier, guck mal. Und ich glaube, der kann noch mehr Ladies bekommen und kann noch besser werfen, wenn er noch besser aussieht. Und ich werde ihn. Grant. Okay. Er sieht doch schon perfekt aus. Also was willst du bei ihm noch verschönern? Also ich glaube, da geht noch mehr. Also ich glaube, die Kopfform kann man noch besser rausarbeiten und den Haarschnitt noch besser aussehen lassen, als er ist. Ich habe gesehen, da sind so ein paar Ecken und Kanten drin, die mir nicht so zusagen. Aber ich werde da alles rausholen, was geht. Und dann wirft er jeden Korb. Also locker. Du hast jemanden gefunden. Jetzt müssen wir natürlich auch fragen. Grant, are you also ready? Yeah, it sounds like I need one, so. Yeah? Sounds like, hört sich so an, als ob er einen neuen hast du braucht. Okay, cool. Also dann haben wir hier zwei Models gefunden. Ihr seid happy. Wir bauen hier ein bisschen um, damit wir auch einen perfekten Barbershop hier in die Mitte der Halle zaubern, damit die beiden Jungs gut arbeiten können und sind gleich wieder zurück. Schwierig ist, ich muss quasi eher eine Reparatur als einen neuen Haarschnitt machen. Fangen wir mal unten an, wie so ein Fundament, und darauf wird dann quasi das Haus gebaut. Deswegen der beste Freund beim Afrohaar ist wirklich der Afro-Kamm. You already regret that you're sitting there, or no? I mean, you know, you can see it more than I can right now. So, yeah, that's true. But so far, so good.